Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Metro Exodus. Wir haben bei der letzten Folge mit Artyom versucht, Anna zu retten, was auch glücklicherweise funktioniert hat. Und dabei haben wir eine Störanlage übrigens zerstört. Ich wuschel hier gerade im Menü rum, weil hier gleich ein Gespräch stattfindet, was auf jeden Fall wichtig ist und das wollte ich euch nicht vorenthalten, ne? Wir befinden uns jetzt übrigens gerade auf der Flucht, weil das anscheinend Hochverrat ist. Denn niemand soll wissen, dass anscheinend die Russen den Krieg überlebt haben. Okay, dann legen wir einfach mal los und ich wünsche schon mal viel Spaß. Wir anhalten. Ich muss sie verhaften und vor Gericht bringen. Ihnen sind die Anklagepunkte bewusst, nicht wahr? Fahnenflucht, Hochverrat. Soll das ein verdammter Scherz sein? Ich, ein Verräter? Sagen Sie mir, was hatten Sie mit dem Zug vor, hä? Nur eine Sprinttour? Nein, darauf gibt es nur eine Antwort. Sie wurden gekauft und flüchten zurück zu ihren Auftraggebern. Das Urteil ist also bereits gefällt. Es wird nicht einmal eine Gerichtsverhandlung geben. Lassen Sie die Scheiße. Was haben Sie da? Karten? Verteidigungspläne? Wollen Sie sich mit Ihrem Leben einen Ruhestand am Meer erkaufen? Sie verdammter Krüppel! Pläne? Hochverrat? Seit Jahren haben wir euch geholfen, ohne Fragen zu stellen. Wir haben unser Blut dafür vergossen. Sie haben Verrat begangen. Sie haben uns vernichtet und Sie... Ich bin mein ganzes Leben Soldat gewesen. Mein Leben habe ich meinem Volk und meinem Land gewidmet. Aber ich will verdammt sein, wenn ich es an Parasiten wie euch vergeude. Okay, schleiche ich mich jetzt mal an. Was ist denn? Ich ergebe mich, ich ergebe mich! Okay. So sieht's aus. Ich will mich nicht von hinten erwischt werden und ich muss gleich mal einen Tagebucheintrag. Den nehmen wir natürlich mit, ne? Neue Notiz. Was steht denn hier? Offizieller Brief. Der Staatenbund der Ringlinie, Staatskasse. An Oberstleutnant Taubmann, mobile Sondereinsatztruppe. Kommandant, Herr Oberleutnant, Bezug nehmend auf Ihre Anfrage mit Formular 764-35, habe ich die Notausgabe von 6000 Militärpatronen Kaliber 7,62 in Gurten zu 200 Schuss genehmigt. Ich muss Sie jedoch an die Konsequenzen erinnern, sollte sich diese Transaktion nicht als voller Erfolg erweisen. Ihre Operationen sind für unser Budget eine ständige Belastung, wenn auch nicht ohne ein gewisses Flair und daher wohlwollend hingenommen. Dass sie damit ihr Kontingent überschreiten können, liegt nur an der ihnen zugesprochenen Vertrauenswürdigkeit. Bei der nächsten Kommandokonferenz wird dies sicherlich hinterfragt werden. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass Sie dieses Mal unbedingt ein zufriedenstellendes Ergebnis abliefern müssen, unterzeichnet von Jay Woloschnokowski, dem Schatzmeister, okay? Ja, ja, ich weiß, Filter wechseln. Mal gucken. Wir kommen näher. Einer 13 in Bereitschaft. Okay. Einer 13. Achtung! Die Zeit ist rum, Oberst Miller. Gut. Okay, ich muss jetzt durch. Wir werden langsamer. Aber die Bremsen von diesem Ding sind hinüber. Keine Sorge, Herr Oberst. Meine Leute werden Ihnen damit schon helfen. Ja, ja. Uns helfen. Du meinst wohl, wir werden vernichtet? Auf mein Zeichen! Ich zähle bis drei! Ja, Mark, machen Sie sich bereit für die Bremsung! Eins! Zwei! Warten Sie! Fünf! Jetzt! Artyom, beeil dich! Hier wird es ernst! Was zum Bremsen! Sofort bremsen! Stopp, ihr Arschlöcher! Die Bremsen funktionieren!
Befehl, mich lebendig zu fangen? Streichen Sie den Befehl zur lebendigen Gefangennahme! Feuer! Schießbefehl! Nur sichtbare Ziele angreifen! Und die Lok verschonen! Nicht auf den Kessel schießen! Ich habe versucht, sie human zu behandeln! Hör! Und du all die Mühe! Na, das ist reine Höflichkeit! Achtung! Feinde im Zug! Du Arschloch! Jetzt hast du es geschafft! Du, deine Lakaien, deine Tochter, ihr werdet alle nicht wie Deserteure behandelt, sondern wie tollwütige Hunde. Eine Kugel für jeden von euch. Dich erschieß ich persönlich. Hey, habe ich keine Maske mehr? Du verdammter Krüppel! Vergesst die Sichtbarziele! Was ist denn meine Maske? Feuer frei! Achtung, Salut! Die Reifung ist noch in Stücken! Mann, nimm doch mal die Maske! Ey, ich bin gleich tot, ne? Ey, das kann doch nicht... Ja, Dummheit ist halt... Es ist gerade ganz dolle Scheiße, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, warum gerade meine Maske kaputt gegangen ist, aber anscheinend war sie schwer beschädigt. Das ist natürlich geil, wenn es gerade bei einer Kampfsituation passiert. Ach, Mann. Da hätte ich mir was anderes gewünscht. Nicht auf den Kessel schießen! Ich habe versucht, sie human zu behandeln! Hör, wozu all die Mühe? Na, das ist reine Höflichkeit gegenüber einem Ex-Kollegen. Ich dachte, sie würden ohne viel aufheben mit uns. Da hätte ich bei der Behandlung ein gutes Wort für sie eingelegt. Tja, klingt doch ganz gut. Aber was ist mit dem Morgen? Ja, sie wären natürlich degradiert worden. Aber ihre Untergebenen tragen keine Schuld. Ach ja, klar! Habe ich auch Granaten oder sowas? Kann ich auch durch? Dann machen wir das. Damit die gar nicht wissen, dass wir da sind und den Zug dann in die Luft jagen. Dieses Mal soll nichts schief gehen. Zumindest hoffentlich. Okay, jetzt geht's los. Und boom! Jawohl! Oh mein Gott, Artyom, Gott sei Dank geht es dir gut. Jetzt sind wir nicht nur Verräter, sondern auch noch waschechte Saboteure. Naja, wenn, dann muss gleich alles her, oder nicht? Muss doch gefeiern. Wir haben 100 Kilometer von Moskau entfernt angehalten, um unsere Geigerzähler abzulesen. Erstaunlicherweise sind sie alle im grünen Bereich, als hätten sie sich gegen uns verschworen. Trotzdem beeindruckt mich diese Nachricht nicht besonders. Die anderen sind ganz verwirrt, was sie nun tun sollen, aber ich warte nur auf Antworten. Und hoffe, dass der Kommandant, dem ich bis vor kurzem ausdrücklich vertraut hatte, sehr überzeugende Erklärungen hat. Ich schätze mal schon, dass er natürlich einen gewissen Grund hatte, um so zu agieren, ne? Mal sehen. Werden wir gleich rausfinden. Hoffe ich doch. Warum die Trauer? Wir sind an einem kritischen Punkt angekommen. Und wir alle fragen uns einfach,
wie es jetzt weitergehen soll. Ja, das dachte ich mir fast. Aber ihr habt wohl schon kapiert, wie die Dinge stehen. Funktioniert dein Zähler denn? Hast du mal nachgeschaut? Ja, alles im grünen Bereich. Hab's zweimal überprüft. Stepans Zähler zeigt auch grün. Wir brauchen hier keine Masken. Also, haben Sie die Wahrheit gesagt? Wer hat die Wahrheit gesagt? Warum antwortest du nicht? Wer waren diese Leute, die uns umbringen wollten? Warum sollten sie auf dich, den Kommandeur des Ordens, schießen? Erklär uns das wenigstens, das schuldest du uns. Naja, dann kann ich die Bombe auch genauso gut gleich platzen lassen. Der Krieg ist nicht vorbei. Was soll das heißen, er ist nicht vorbei? Lass mich ausreden. Die meisten Städte wurden zerstört. Der Rest des Landes ist vermutlich unter feindlicher Besatzung. Um Atomangriffe gegen uns zu vermeiden, hat das Kommando die einzige Möglichkeit gewählt. Sich totstellen. Um Funkstille zu gewährleisten, wurde das Schildsystem aufgebaut. Ein Netzwerk aus Störsendern, das Moskau und die Vororte abschirmt. Damit ein paar Hobbyfunker mit ihrem Gewinsel keine weiteren Bomben provozieren. Und einige dieser Störsender wurden von den hier Anwesenden ausgeschaltet. Hättest du das nicht vorher sagen können? Zum Beispiel, bevor Artyom mit dem Funkgerät nach draußen ging und all die Strahlung abbekam? Nein, ich wurde erst vor einem halben Jahr ins Bild gesetzt. Unter der Prämisse, sprichst du, stirbst du. Daher musste ich meinen Leuten sagen, wir hätten eine Wetterstation zu sichern. Herr Oberst, bei allem Respekt, wenn wir nicht zurück können, sollten wir vielleicht nach vorne blicken? Ich habe da eine Idee, aber... Artyom, anstatt mit dieser stummen Missbilligung weiterzumachen, solltest du lieber die Funkfrequenzen überprüfen. Wir müssten jetzt außerhalb des Bereichs der Störgeräte sein. Also probier es mal. Suche nach Funksprüchen von der Arche. Verstehst du jetzt, warum wir in den Augen des Kommandos Verräter sind? Wir haben einen Störsender ausgeschaltet. Na, mal gucken. Die Wachen erschossen, einen Patrouillenzug zerstört und sind aus Moskau geflüchtet. Wer braucht schon eine Verhandlung, wenn der Fall so klar ist? Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Was bedeutet, dass wir nach vorne durchstarten müssen? Kommando, wovon redest du denn da? Das Moskauer Verteidigungskommando. Hast du jemals von den unsichtbaren Beobachtern gehört? Oh, was haben wir denn da? Aber das ist doch nur eine Legende. Ganz und gar nicht. Sie sind das Kommando. Achtung, Achtung! Hier warte einen Moment, was war das? Hört mal alle her! Begebt euch zum Sammelpunkt. Der Positionscode für den Sammelpunkt ist 1811-79. Bereich 1811. Wo soll diese Nummer sein? Ich hab's. Der Positionscode für den Sammelpunkt ist 1811. Der Berg Yamantau. Die Route von hier sollte also etwa so verlaufen. Das ist unser Ziel. Und ist es das, was du im Sinn hattest? Ja. Das Projekt Arche ist eine ganze Stadt im Untergrund. Riesige Lager, Maschinen, die besten Experten. Es ist das Hauptquartier des Oberbefehlshabers. Alle Führungskräfte des Landes sind dort. Sie haben bereits mit dem Wiederaufbau begonnen. Wir werden ihnen sagen, dass Moskau noch lebt. Es war nicht alles umsonst. Alles wird sich ändern. Alles, verstehst du? Ein neues Leben beginnt. Für alle Überlebenden des Krieges. Wahnsinn, jetzt gibt es doch alleinstehende Frauen. Gut reagiert. Ich finde, der Moment schreit geradezu nach... Schenk ein, Damir. Was soll ich einschenken, Herr Oberst? Das Zeug, das in deiner Feldflasche herumschwappt. Meinst du, ich wäre taub, oder was? Ah, das. Ach, für einen Moment dachte ich, meine Ohren täuschen mich. Die Reise zum Ural ist nicht gerade kurz. Daher sollten wir es uns wohl gemütlich machen. Wie wär's? Sollen wir diesem Schrotthaufen einen Namen geben? Wird aber auch Zeit. Lass sie uns Anna nennen und gut ist. Ach, fahr zur Hölle. Noch besser. Ach, komm schon. Wie wäre es mit Aurora? Die römische Göttin der Morgenröte und dieser Kreuzer... ihr wisst schon was. Schon besser. Nicht schlecht. Gefällt mir. Ein schöner
ganz gut. Aber was für ein Kreuzer. Ja, sag ich dir später. Dann ist das wohl beschlossen. Na denn? Trinken wir auf die Aurora! Hey, Artyom, lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. In Ordnung. Eine Runde hatten wir. Das sollte reichen. Jerok, Volldampf voraus! Jawohl! Volldampf voraus! Oh, was für eine Strecke. Ich frage mich, wie lange das dauert. Egal, wir fahren dorthin. Tja, es kommt jetzt drauf an, wo wir hinwollen. So. Wo soll ich jetzt? Ich hätte natürlich auch den Zug erkunden können, aber da gibt es im Augenblick noch nicht viel zu sehen. Nach langer Zeit im Untergrund ist die Luft an der Oberfläche unglaublich frisch und berauschend. Aber das war es nicht, was unsere Euphorie angefeuert hat. Unsere Reise hat endlich einen Sinn bekommen. Durch einen Funkspruch des Regierungsbunkers im Ural. Seit 20 Jahren haben wir gedacht, dass weder die Regierung noch das Oberkommando des Militärs überlebt haben. Und jetzt stellt sich heraus, dass es sie noch gibt. Wo waren sie, während wir uns in der Metro gegenseitig bei lebendigem Leibe gefressen haben? Sobald wir Yamantau erreichen, werden wir ihnen eine Menge Fragen zu stellen haben, sofern wir dort ankommen. Laut Miller sind die Ruinen unseres Landes unter Kontrolle des Feindes und wir werden uns zu unserem Ziel durchkämpfen müssen. Ein kleines Team gegen eine Besatzungsmacht. Wie stehen die Chancen, dass wir gewinnen? Dass wir Antworten bekommen? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Und ob tatsächlich auch die Regierung überlebt hat, das steht ja auch noch außer Frage. Ich meine, der Funkspruch ist ja eine Sache, aber es könnte auch eine Besatzungsmacht sein, wie wir es ja gerade gehört haben. Ich meine, ich habe das Spiel zwar schon durchgezockt, ich werde euch allerdings nichts dazu sagen. Das hat seinen Grund. Und ich werde mich vielleicht auch wieder über das ein oder andere sehr überrascht vorkommen. Und jetzt muss ich mal kurz warten, bis das Spiel geladen ist. Das dauert jetzt leider ein bisschen länger. Ich weiß nicht, ob wir im späteren Verlauf, also wenn wir jetzt gleich das nächste Gebiet erreichen, auch dort ohne Maske rumlaufen können. Es gibt tatsächlich ein paar Orte, wo es möglich ist. Und dann wiederum, glaube ich, nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, aber mehr weiß ich halt auch nicht mehr. Und nun haben wir den Zug die Aurora getauft. Man könnte sagen, ein Funken Hoffnung wurde gerade geweckt. Und jetzt will ich, dass das Spiel nicht mal ein bisschen schneller macht. Denn wir wollen alle sehen, wie es weitergeht, meine ich. Ne? Wir wollen wirklich weiterspielen. Also los, lade zu Ende. Und los geht's. Hast du dir schon was abgefroren, Schatz? Hier, bitte. Das sollte dich etwas aufwärmen. Was glaubst du, wie hoch unsere Chancen stehen, Yamantau Leben zu erreichen? Das ist das Einzige, woran mein Vater denkt. Wie ihm vergeben werden könnte, wie er in die Metro und in sein altes Leben zurückkommt. Das Leben, vor dem du immer weggelaufen bist. Der Gedanke daran, dass ich dir nie geglaubt habe. Und jetzt blicke ich auf diesen Nebel, hinter dem sich womöglich unser neues Leben verbirgt. Übrigens müssten wir bald an der Brücke ankommen. Verdammt! Ein Lagerfeuer! Menschen! Da sind Menschen! Sofort bremsen! Wow. Das war heftig. Ich kann natürlich auch den Fotomodus aktivieren, brauchen wir aber nicht. Alle Mann auf dem Führerstand melden. Beeilung. Bin da. Alles klar bei dir, Artyom? Verdammt! Die haben einen Zylinder durchlöchert. Ist es schlimm? Können wir weiterfahren?
Nein, wir hängen fest! Oh, Scheiße! Verdammter Nebel! Anscheinend haben wir eine Sperre durchbrochen. Wer war das? Uniformierte dabei? Keine. Die hatten nur Lumpen an. Nur ein paar alte Säcke. Alte Säcke, hm? Das war nur ein Außenposten. Hätte jeder sein können. Sogar Frauen und Kinder. Glauben Sie wirklich, dass wir sie gefunden haben, Oberst? Tja, sicher können wir nicht sein. Ich dachte, wir würden viel früher auf sie treffen. Diese Draisine ist unterwegs zur Brücke. Da gibt es Befestigungen. Das sieht friedlich aus. Ein Dorf mit Kirche auf dem Wasser. Wir brauchen Informationen. Hier, Artyom. Ich habe auf der Karte eine Stelle markiert. Begib dich dorthin und finde alles über die Brücke heraus. Ein Gefangener wäre ideal. Anna, du gibst dem Feuerschutz. Jawohl. Kann ich auch mit Artyom gehen? Zur Unterstützung? Nein. Bis wir unsere Lage kennen, entfernst du dich keinen Schritt von der Aurora. Die beiden kommen sehr gut alleine klar. Yermak, wie lange brauchst du, um die Aurora wieder zum Laufen zu bringen? Das weiß ich noch nicht. Ich muss mir die Zylinder ansehen. Aber einen Tag mindestens. Ich verstehe. Dann an die Arbeit. Okay, wir haben also... Mach die Aurora bereit für die Verteidigung. Stepper, Damir, sichert den Umkreis. Ich gehöre euch auf. Du kundschaftest die unmittelbare Umgebung. Idiot, du gehst ihm von der Aurora aus Feuerschutz. Jawohl. Sam und Aljoscha, ihr bleibt in Reserve. Jawohl. Tja, da sind jetzt alle schon mal... Vergiss deinen Notizblock nicht, Artyom. Bin ich nicht mehr vertrauenswürdig? Das würde ich dir schon sagen, Sam. So. Also, da haben wir unser Zeug. Ihr seht, wir haben eine Karte. Und das kann übrigens auch erweitert werden. Ja, wie komme ich hier wieder raus? Achso. Anna folgen vielleicht. Ja, guck mal. Vergiss deinen Rucksack nicht. Ein ganz neues Modell. Eine tragbare Werkstatt sozusagen. Das Handbuch ist da schon drin. Geil, ich danke dir, mein Freund. Es sind jedoch keine Materialien drin. Du musst dir also selbst welche suchen. Lass uns aufbrechen, Artyom. Seid nur vorsichtig da draußen. Aber klar. Tja, das war aber eine klapprige Barrikade. Und die Typen, tja, die sahen so gar nicht nach Soldaten aus. Nur alte Männer. Seid bloß vorsichtig da draußen. Denkt daran. Ein Großteil des Landes wurde zerstört oder besetzt. Selbst wer unsere Sprache spricht, könnte unser Feind sein. Aus Überzeugung oder Angst. Verstanden? Jo. Hast du die Glocke gehört? Wir müssen sie ziemlich eingeschüchtert haben. Vielleicht arbeiten sie für den Feind. Sind versklavt oder so. Ab nach unten. Das war klasse. Ich meine, guckt euch das Ganze an, das sieht halt fantastisch aus. Und ja, wie gesagt, wir haben jetzt die Möglichkeit, genau die Umgebung anzuschauen. Das sollten wir auch machen, denn hier gibt es eine Menge Zeug. Hey, was war das? Keine Ahnung. Kannst du mal nachsehen? Jo. Ich brauche mal kurz ein Licht. Oh, ein bisschen Zeug. Ihr habt ja schon gehört, wir müssen uns die Materialien selber sammeln, aber dadurch können wir halt auch selbst Hand anlegen und die Munition sammeln und so weiter und so fort. Das Ausrüstungsinventar braucht noch nicht. Der sieht auf jeden Fall nicht mehr gut aus. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Hier schon mal nicht. Ich höre auch den Geigerzähler, das heißt also, man sollte nicht zu lange hier bleiben und das Licht auch wieder ausmachen. Während du drin warst, habe ich mich mal umgesehen. Dieser Stromast dort sieht nach einer perfekten Scharfschützenstellung aus. Auf geht's. Okay. Na denn. Was war das? Stimmt, da war es nicht. Okidoki.
Gehen wir uns erstmal umsehen. Ja, ich weiß, dass ich meinen Spielstand speichern kann. Das sollte ich auch gleich mal machen. Da, ein Hase. Okay, wir sollten uns hier dringend umsehen. Warte mal. Ich habe doch gerade hier ein Laster gesehen. Ich meine, da kann ich hier auch irgendwie hoch. Dich frisst keine Hanna. Keine Angst. Artyom ist schneller zur Stelle, als du Schau sagen kannst. Artyom, da liegt ein Boot am Dock. Komm her, wenn du fertig bist. Alles klar, mein Schatz. Hier müssen noch vor kurzem Leute gewesen sein. Ich meine, es sieht zwar gerade im Moment nicht danach aus, aber... Oh, was haben wir denn da? Ich nehme mal die Teile mit. Ich habe nämlich Modifikationen erhalten. Nice. Deswegen liebe ich das Spiel oder allgemein die Reihe. Die Entwickler haben es drauf. Ich glaube, Anna ist schon weitergegangen. Aber in dem Gebäude war ich noch nicht drin. Sieht aus wie so eine Art Fischerhaus. Nee, warte mal. Ah! Durchkriechen wollte ich eigentlich noch nicht. Genau, nimm mal schönes Zeug mit. Das machst du gut, Artyom. Was haben wir hier? Die Pilze können wir auch mitnehmen. Und die Tür geht leider nicht auf. Komme ich hier raus? Nee, rüberspringen kann ich nicht. Geht's auch nach oben, da sollte ich mich denn auch nochmal umsehen. Ich finde es übrigens schön, wenn das Wasser sich bewegt, ne? Oh, je schmutziger die Waffe wird, desto mehr lässt ihre Leistung nach. Das Schmutzproblem kannst du an jeder Werkbank beheben. Genau, ich kann nämlich auch säubern. Warte mal. Das heißt, man sollte auch nicht zu viel kriechen, ne? Hier ist eine Leiter. Warte mal, dann kann ich ja Licht ausmachen. Die wurden aber echt alle zerfetzt hier, ne? Manchmal wird mir was angezeigt und manchmal nicht. Das ist ein bisschen nervig. Du musst echt den perfekten Winkel haben. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Ja, da haben wir noch was. Nice. Perfekt. Genau. Ich gucke mich noch ein bisschen um. Hallo? Artyom, du musst springen. Danke. Hinten ist die Brücke. Und das Spiel hat, glaube ich, gerade gespeichert. Also, egal wer hier gelebt hat, ich glaube, derjenige, der möchte, dass wir das Zeug mitnehmen. Weil entweder kann er es selbst nicht gebrauchen oder aber er ist tot. Okidoki. In der Folge ist es mal ein bisschen ruhiger. Also, aber das muss auch mal sein. Oh, was haben wir denn hier? Spielzeug? Hallo? Darf ich jetzt mal vielleicht das ein... Ah, falsche. Ich wollte eigentlich nur
die Munition haben. Aber gut. Scheint warst du schon. Aber guck mal, da ist noch ein Gebäude. Da sollten wir uns auch eventuell mal umsehen. Hä? Das ist, was ich meine. Manchmal wird hier was angezeigt und manchmal halt nicht. Aber ich habe es trotzdem irgendwie eingesammelt. Okay. Ich sollte mich definitiv, wie gesagt, umsehen. Ich guck mal gleich auf der Karte, ob irgendwas noch markiert wurde. Also die Kirche ist erstmal soweit nichts weiteres vorhanden. Oh, das war knapp. Ne, ich glaube, das ist tief. Ne? Soweit kann ich, glaube ich, gar nicht hochspringen. Das ist zu gefährlich. In dem Spiel. Das heißt also, da musst du nämlich auch denn drauf achten. So. Gut. Ich kann da zumindest zum nächsten Gebäude mit dem Boot. Rüberwassern, okay, oder wie man das Atium, nennt. Ich klettere da hoch, während du das Boot zur Kirche nimmst. Jo, alles klar. Wenn ich so weit bin. Dann ruf mich an. So, ja, paddeln ist übrigens ganz beschissen schwer in dem Spiel. Warum geht denn die? Ich gehe nicht. Ich kann nicht nach vorne paddeln. Warum? Doch jetzt. Okay. Oh nee. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon mitbekommen. Es ist sehr gefährlich. Wie kann ich eigentlich hier raus? Hallo? So, hier ist nämlich was. Eine Angel. Eine alte. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Haben die Regenwasser gesammelt? Ich glaube, in der Hütte war ich noch nie. Die haben auch nicht lange danach überlebt, nach dem Krieg. Die sind mich schon ziemlich lange tot. Ja, das ist eine krasse Szene, definitiv. Tut mir echt leid, dass ich euch hier alles wegnehmen muss. Die ganzen Stellen übrigens, wo du dann drauf landen kannst, wenn man das denn so nennen möchte, die sind markiert. Ich muss ja eigentlich nur zur Kirche, was anderes ist jetzt eigentlich gar nicht offen. Genau, Munition und so kann ich natürlich herstellen, wenn ich wollte. Zur Kirche sollte ich übrigens noch nicht gehen. Das ist nämlich eine wichtige Quest, glaube ich. Ich gucke mich erstmal noch um. Vielleicht finden wir ja noch mal eine Stelle, wo wir rangehen können. Tu mir nichts, okay? Dann tue ich dir auch nichts. Hier ist sowieso gleich eine Stelle, wo ich landen kann. Ich sage immer landen, wie soll man das sonst nennen, ne? Perfekt. Oh.
Irgendwie tun mir die Leute leid. Anscheinend haben sie dich entdeckt. Artyom, auf dem Kirchturm winkt eine Frau mit einem Tuch oder so. Bitte schau mal nach. Ich sehe Leute bei der Kirche. Anscheinend keine bewaffnet. Wir nähern uns besser offen an. Nicht zuerst schießen, okay? Ja, ich kann ja auch die Waffe wegpacken. Hier seht ihr gerade eine ganz, ganz wichtige Waffe. Und zwar die Schrotpistole, wenn man sie so nennen möchte. Die ist auch ziemlich stark. So, ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Man hört oft zu nerven. Wie viel Munition habe ich eigentlich für die Pistole? Die hat immer nur 3 Schuss. Okay, das ist nicht so geil. So, da haben wir wieder Verbesserung abgenommen. Gut. Ja, ich würde mal sagen, Leute, dass ich jetzt die Folge dann auch beende als Einleitung. Wir haben die Umgebung etwas abgescheckt und bei der nächsten Folge müssen wir dann zur Kirche. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Waffe überhaupt reinigen kann. Das finden wir aber alles raus. Ist da noch ein Dachboden? Da wollte ich eigentlich rauf. Wäre nämlich eine geile Sache nochmal für einen Screenshot oder so. Ja, Leute, wie gesagt, hat mich gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Vielleicht sehen wir uns auch bei der nächsten Folge wieder. Ich würde mich definitiv sehr freuen. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer es denn. Und tschüss.